Moin Moin liebe Freunde in Simulated Landwirtschaft. Mein Name ist Christian und ich stelle heute für unseren YouTube-Kanal im Modbox die neuesten Factsheets vor vom LS22. Ja, und wie ihr sehen könnt, wird es diesmal tierisch. Giants ist so freundlich und gibt uns die ersten Informationen zu Tieren, zu neuen Tieren. Und in manchen Bildern, die ich euch dann später noch zeige, seht ihr noch gewisse andere Dinge, was die Imkerei anbelangt. Auch so einen kleinen Leak von einem Pferdetrailer, zeige ich euch aber gleich. Aber man sieht jetzt ja auch gleich schon die ersten Designs, wie die Tiere aussehen. Und wenn ihr schon seht, wie die neuen Schafe aussehen, es macht natürlich schon viel mehr her. Sie sehen natürlich viel, viel putziger aus, als es jetzt bis dato im LS19 der Fall war. Des Weiteren sagt Giants hier in dem Blog, dass die Tiere immer eine größere Bedeutung bekommen. Gerade wenn ihr wirklich mit den Seasons spielt, mit diesen 28 Tagen, habt ihr natürlich im Winter wirklich was zu tun. Ihr müsst natürlich in den Vormonaten quasi euch Vorräte anschaffen, damit die Tiere auch versorgt werden können, also sprich Mischfutter und so weiter, dass ihr genug auf Lager habt, um die Kühe zum Beispiel zu versorgen oder die Schweine zu versorgen, aber auch Wasser und so weiter, dass sie versorgt werden können. Des Weiteren sind natürlich auch die Tiere ein großer Bestandteil der Produktionsketten, was wir uns im Vorlauf schon mal angeguckt haben. Ne, Eier für die Bäckerei, Milch für die Molkerei, beziehungsweise auch für die Bäckerei, oder für die Schokoladenproduktion und. Und das ist quasi das Hauptthema, um das es heute geht. Ne, ihr seht hier Nutz- und Wildtiere. Ne, nochmal, Achtung, es gab ja schon mal Wildtiere im LS, die wurden dann aber rausgenommen, weil die auch zu performance-lastig waren. Jetzt scheinen sie wieder Einzug zu erhalten, zeige ich euch dann später. Was man sagen muss, Nutz- und Wildtiere Top 10, ne, Gründe für die Vieh zu euer Farm. Ne, hier steht zum Beispiel, überlegt euch schon mal, wo ihr einen Hühnerstall platziert, vor allem wenn ihr Eier produzieren möchtet, um die an der Bäckerei zu verkaufen. Ne? Also ein zusätzlicher Einnahmepunkt, gerade auch im Winter, wie gesagt. Ne? Die Tiere spielen im Landwirtschaft zum Jahr 22 eine wichtige Rolle, sogar umso wichtiger als zuvor. Niedlicher sind sie auch. Schaut euch die flauschigen Schäfchen doch mal an. Ich zeige euch noch andere Bilder, also in Großformat, dann seht ihr halt auch die Schafe ein bisschen deutlicher, als sie auf diesem kleinen Bild, wie es halt so ist. Ihr seht hier auch die Hühner. Ne? Durch Tierhaltung gestaltet ihr eure Farm, erlebt es umso abwechslungsreicher. Durch spezielle Maschinen, diverse Aufgaben und neue Möglichkeiten. Etwa durch die neuen Produktionsketten, ne? Was wir gesagt haben, Eier für die Bäckerei und so weiter. Ne? Und die Tiere müssen natürlich auch kümmern, Stroh, Wasser und so weiter, haben wir auch schon gesagt. Mit den Pferden, so sagt das Giants halt, kann man natürlich die Map auch erkunden, auf dem Pferd, nicht auf dem Traktor oder Auto oder zu Fuß, sondern halt auch auf dem Pferd. Und wie gesagt, dadurch, dass man sich halt auf die Tiere das ganze Jahr kümmern muss, habt ihr natürlich auch im Winter nicht nur einen Schnee schieben, sondern könnt halt natürlich auch, oder müsst euch dann auch um die Tiere kümmern. Ne? Natürlich auch die Gewächshäuser, klar, die können wir im Winter auch betreiben, aber hauptsächlich geht es dann im Winter um die Tierhaltung, um die Tierpflege. So, jetzt sagt Giants selber, Top 10 der Gründe, Tiere auf eurer Farm zu halten. Tiere verleihen eurer Farm mehr Leben. Tiere gestalten das Gameplay noch abwechslungsreicher. Tiere generieren auf unterschiedliche Weise zusätzliche Einnahmen. Tiere beschäftigen euch auch im tiefsten Winter. Tiere produzieren Güter für die Produktionsketten, wie Eier zum Beispiel. Tiere produzieren Mist, also günstiger und natürlicher Dünger. Pferde erlauben es euch, die Welt reiten zu erkunden. Jetzt kommt eigentlich ein richtig cooler Fakt. Tiere können sogar den Ertrag eurer Felder steigern. In Klammern. Mehr dazu in Kürze, ... Und liefern euch einen Grund, dem Imkeranzug anzulegen. Ja, also es wird dann wahrscheinlich im nächsten Factsheet auch wieder um Ertragssteigerung gehen, was man eventuell durch Nebenprodukte aus den Tierstellen vielleicht nutzen kann. Ja, und halt der wichtigste Grund wahrscheinlich, Tiere sind süß und flauschig und vor allem die Schafe. Seht sie euch an. Ja, die Bilder zeige ich euch gleich mal in groß. Wir können sie mal durchscrollen. Hier die Hühner, die Kühe, ne, zwei verschiedene Sorten, also Arten. Sorten ist ein falsches Wort. Pferd dasselbe und hier seht ihr den Spoiler, den ich meine. Ne, ihr seht hier ein Pickup mit einer Sattelplatte und dahinter seht ihr dann diesen amerikanischen Pferdetransporter. Mal gucken, ob der noch Einzug erhält. Also ich würde sagen ja, weil es dann ein Screenshot aus dem Game ist. Wahrscheinlich kommen vielleicht zum Wochenende schon die neuesten Factsheets-Checks dieser Fahrzeuge. Können wir gespannt sein. Auch die Schweine, ihr seht sie auch mal liegend, laufend. Hier diese flauschigen Schafe, wovon Giants gerade gesprochen hat. Aber man muss wirklich sagen, die sehen wirklich gut aus. Auch der Hund bleibt uns erhalten und. Aha. Wildtiere, sprich das Reh. Ich hoffe nicht, dass Wildunfälle jetzt damit gemeint sind, sondern ich hoffe, dass der Kahn ums Leben mit sich bringen. Oder ich wüsste jetzt nicht, welchen Nutzwert sie haben, außer wenn es eine Schlachterei gibt, um
Wild zum Wildfleisch herzustellen. Ja, mehr gibt es erstmal dazu nicht. Ne? Das sind so die neuesten Aussagen von Giants. Wir können uns gerne mal die Bilder angucken. So, hier sehen wir natürlich den Imker. Ne? Das ist halt, was wir schon besprochen haben, also was wir schon mal gezeigt haben. Es gibt ja durch den Kleiderschrank, der jetzt verbaut ist auf der Map, wo man sich auch in-game umziehen kann. Also ihr müsst nicht vorab, wenn ihr ins Spiel reingeht, euch ein Outfit aussuchen. Und ihr könnt quasi in-game laufend euer Outfit ändern. Vom, wie gesagt, Stilanzug bis mit der Kettensäge bis hin zu ein Fan-Overall oder jetzt Imker oder auch ein Rennoutfit gab es ja auch. Hat er McManus von Tino davon gesprochen. Müsst ihr mal auf seinen Kanal gehen, auf McManus. Da hat er ausführlich sich um die Charaktererstellung gekümmert. Ne, schaut da gerne mal vorbei. Ist immer wieder wichtig. Ja, und hier sehen wir quasi, wo die Bienenstöcke drin sind. So, gehen wir mal weiter. Jetzt kommen halt die Bilder von den Tieren, die wir gerade in klein hatten. Ne? Die Hühner. Ne? In verschiedensten Farben, schwarz-weiß. Ich weiß nicht, ob Hähne diesmal auch interessant werden. Ne? Das sieht man halt so in den Hühnerstall. Auch recht modern gehalten. Nicht einfach nur so eine Weide, sondern hat schon was so ein bisschen von wirklich Produktionsstall. Hier sehen wir jetzt die Kühe. Ich meine, das könnte natürlich jetzt die Alpine-Map sein aus dem Alpine-DLC. Die Elengrad, glaube ich, heißt sie. Ne, mit den verschiedenen Kuharten auch sehr, sehr schön geworden. Ne, die typische Kuh, die wir aus Deutschland kennen. Ihr seht auch hier, also ob das eine Andeutung ist, dass sie trächtig werden können. Oder weiß ich nicht. Könnte man meinen, wenn man das Bild so sieht, ist es halt einfach nur ja, komisch getroffen. Ne, noch mehr, ihr seht auch hier dann Animationen an den Tieren, dass sie jetzt auch mal den Mund abschlabbern. Was sie im Real-Life ja auch oft tun. Auch hier wieder. Können wir gespannt sein, glaube ich. Können wir gespannt sein. Und natürlich das Reh, nicht zu vergessen. Der Hund bleibt uns auch erhalten. Ne, den kennen wir aus dem LS19 schon, mit dem Ball und so weiter. Jetzt gehen wir zu den Pferden. Wobei, da hat es jetzt vielleicht von der... Ja, okay. Ja, doch vom Design ein bisschen was getan. Ne? Aber hier sieht man den Trailer, auf den bin ich natürlich besonders gespannt. Da sieht man ein bisschen besser sogar. Oder nicht zu sehen, welche Marke das sein könnte. Aber jetzt mal halt schon mal, ja, ein Schwein. Natürlich die Schweine nicht vergessen, haben wir gerade auch schon gesehen, auch mal liegend, laufen, sitzen. Also ist nicht so wie sonst immer, dass sie sich einfach nur von links nach rechts bewegen. Anscheinend sitzen die jetzt mal auch, legen sie auch mal hin und suhlen sich wahrscheinlich auch ein bisschen in ihrem Schlamm. Auch die Bodentextur macht ja einen guten Eindruck hier auf jeden Fall. Ja, und da haben wir sie, ne? Wo Giants halt besonders anscheinend stolz auf diese schönen, flauschigen Schafe, die jetzt wirklich ja noch mehr aussehen. Das ist doch was, oder? Also ist schön, dass die Tiere jetzt wirklich noch mehr Bedeutung bekommen. Ist auch nicht so verkehrt. Ja, das war es eigentlich von den Packsheets für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal oder aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Packsheets und Mod-Vorstellungen von uns verpasst. Und sobald es neue Informationen von Giants gibt, die wir veröffentlichen dürfen, sind wir sofort da, veröffentlichen euch die und erklären euch, dass so gut es geht. In diesem Sinne verabschiede ich von euch. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.